Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zum Eheberatungssimulator 2023 mit Jule und mir. Jetzt geht das schon wieder los. Was denn für eine Eheberatung? Was ist denn überhaupt passiert? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sag, guck's mir. Wieso triggerst du hier so? Ich trigger überhaupt nicht. Auf jeden. Das ist gar nicht wahr, aber ich stell gerade fest, ich hab Hunger. So richtig in echt leben? Auch. Ja, wann nicht? Was willst du damit sagen? Nix, du triggerst mit Ehekrache, trigger ich damit so. Aha, okay. Ja. Heißt also, ich bin dick. Hä, das habe ich heute. Hä, was hat denn Hunger mit dick zu tun? Ja, du sagst, ich habe immer Hunger und damit sagst du gleichzeitig unterschwellig, ich werde dick. Was ja eigentlich korrekt ist. Aber ist mir scheißegal. Ich darf's ja. Ach so. Ja. Ja, ich kann nicht nur von Luft und Liebe leben. Ist schon klar. So gern ich das würde. Ach ja. So, ja, ich habe jetzt ein bisschen Stahl geholt. Ich fange jetzt hier an. Nein! Achso, okay. Ich dachte, den Boden aufzuwerten. Ja, das sieht so aus, als würdest du die Gitterstäbe schießen, weil du die Nagelpistole waagerecht nach vorn hältst. Nein, ich werte den Boden auf. Das ist toll. Ich weiß. Finde ich klasse. Ich fange jetzt mit irgendwas an, das ich erstmal aufwerte. Sieht aus wie frisch geputzt, der Fußboden. Ich finde den irgendwie ein bisschen... Den shabby sieht der aber schon aus. Müssen jetzt alle Gitter dafür wieder ab, oder was? Ja. Ach so, weil überall sonst eine Lücke ist. Ja, okay. Okay. Ja gut, die anderen waren ja nicht aufgewertet. Es waren ja die hier, die ein bisschen problematisch waren. Ich lasse die jetzt runterpurzeln hier. Ich mache erstmal nur die Mitte, um zu gucken, wie weit ich eigentlich so komme. Ja. Vielleicht habe ich auch noch ein paar Stahlbarren in der Tasche. Ja, 100 Stück. So, okay. Dann... Okay, das ist erstmal das. Dann die Säulen. Mich nicht ran. Okay. So. Und die Gitter kann ich jetzt hier, wo ich stehe, aufwerten? Ja. Nein, warte mal lieber noch kurz. Dann mache ich jetzt den Boden noch mal einmal ringsrum, ja? Ja, so. Das kannst du machen, ja. Das auf jeden Fall. So. Hier, da ist schon. Und da ist schon. Huch. So. Und dann den ersten Block hier unten, oder was? Meinst du auch mit Stahl? Nee, die Gitter müssen später komplett aus Stahl werden. Nein, die Wand. Die Wand. Ach so, ich dachte, ja, das Problem ist, ich sehe nicht, wohin du zeigst. Du zeigst immer nur horizontal nach vorne, wenn du nach oben guckst, ne? Das da. Einmal ringsrum. Ja, der muss aus Stahl. Ah. So. Stahl ist alle. 100 Barren hätte ich noch, aber das sind nur 10 Blöcke, ne? Ja. So. Wenn wir jetzt sagen, wir machen die hier hin. Na los, komm her, Tantchen. Hier ist ein Block im Weg. Hier ist irgendwas im Weg. Die ist an der Tür. Leg doch die Tür ein.
immer. Ach nee, die ist. Hier sitzt irgendwas. Die ist. Die geht immer in die Grube rein. Ja, weil sie dumm ist. Es sind zwei Tresortüren hintereinander gebaut, ne? Oder hast du eine aufgelassen? Ich habe eigentlich beide zugemacht. Also beide da war noch irgendein scheiß einzelnes Pixel. Erde. So, okay. Guck mal, ob noch Barren zu Hause sind. Vielleicht kam noch ein paar durch. Ja, ein paar. So Sätze. Das Problem ist, wir können nicht. Ja, ich setz mal nur mal zum Testen gerade. So, wenn wir uns jetzt dieses Kabelwerkzeug nehmen. Nein. Das habe ich mir gedacht. Das reicht nicht. Wenn ich das durch die Innenseite mache. So würde das gehen. Ich setz die lieber ein bisschen weiter nach innen. Zäune ein bisschen weiter nach innen, dass die ein bisschen näher dran stehen, kann man die leichter verkabeln. Könnte eventuell. Genau. Brauchen wir eigentlich noch Beton? Ja, ja. Ich bring noch was mit. Bring ruhig ein bisschen mit, ja. Immer gut, ja. Wenn wir ein bisschen was hier unten haben, auf jeden Fall. So. Bäh. Das war knapp. So. Alle. Okay, ich mach das hier gleich. Soll ich jetzt schon die Gitter aufwerten? Nein. Wenn es geht, nur die obere und die untere Reihe. Lass die mittleren bitte mal noch frei, dass ich die noch rausnehmen kann. Okay, aber sonst kann ich alle aufwerten. Alle. Die obere und die untere Reihe kannst du aufwerten, ja. So, dann würde ich sagen, wir stellen die Generatoren. Die habe ich ja schon dabei. Stellen einen dahinter, einen hier hinter. So. Und dann machen wir. Ich versuche mal die Kabel einigermaßen halbwegs tauglich zu legen. Wenn wir jetzt da eins hin machen und hier eins hin machen. So, dann ist das schon mal verdrahtet. Hast du deine Platine von der Fernbedienung dran gebappt?
Ich habe von unserem Fernseher habe ich umgebaut. Ah ja. Ja. Ich hielt es für eine gute Idee, weil kommt sowieso nur Scheiße in der Glotze. Aber jetzt haben wir keine Fernbedienung mehr. Richtig. Ich dachte mir, du stehst auf zum Umschalten. Haha, ich stehe für dich auf. Na klar. Wenn du schon mal stehst, kannst du direkt ein Bier mitbringen. Du trinkst sowieso kaum Bier, ey. Erzähl doch nicht mal so Quark. Leute halten das noch für ernst. Ja, ich weiß. Nicht gut. Nee, vor allen Dingen so oft, wie du deine Meinung änderst, so, ach nee, das will ich dann doch nicht gucken. Ich will ja nur am Ausstehen. Kann ich gleich neben der Glotze sitzen bleiben. Ja, kann ich mehr Bier trinken. Ach Gott, ja, mehr Bier trinken. Du Quatschkopf, ey. Der labert nur Dünnes, glaubt ihm kein Wort. Also wir haben immer noch Bier im Kühlschrank liegen. Wir haben heute den 19.03. Am 24. oder kurz danach, ja, Weihnachten, habe ich 2 Flaschen Bier von meinem Vater mitbekommen. 2 Flaschen, nicht Kasten oder so. Nein, nein, 2 Flaschen. Eine hat er bisher getrunken. Mit Cola. Ja. Oh nee, da kann ich mehr Bier trinken. Du bist schon so ein Biertrinker, du. Schon wieder nur gemeckert. Ja, nee, ich stelle nur etwas richtig. Ich meckere nicht, ich stelle nur etwas richtig. Das ist ein Unterschied. Ja. Da. Frecher alter Mann, du. Jetzt bin ich wieder frech. Ja. Klar. Ich werd hier mal als die Böse dargestellt, weißt du? Ja. Oh. Das ist komisch, er kann jaulen, obwohl er gar keinen Kopf mehr hat, ey. Was für ein Huhn, da läuft er auch einfach so weiter. Ja, genau. So. Hm. Könnte ich ja theoretisch sagen. Nur da einen hin. Da einen hin. Nochmal da einen hin. Tu mal hier mal vernünftig Kabel verlegen. So. Aha. Aha. Was ist mit der, ey? Die ist auch nicht ganz knusper. Die ist wirklich nicht ganz knusper. Nee. So, jetzt könnten wir von hier aus theoretisch direkt die Elektrozäune anklemmen. Ein Kabelsalat. Ja, was denn? Ist doch schön. Ja, mach mal. Das funktioniert aber. So. Und dann gehen wir einfach noch von dem hier. Darüber. Ich glaube, für den Sound haben sie einfach eine Schere genommen. Nagelknipser. Na, der klingt ein bisschen anders. Aber ja, nee, eher wie eine Schere. Warte. Wir sind jetzt hier im Soundstudio. Ha! Weißt du? Das klingt genauso. Ja, das klingt wie so ein Schalter oder so irgendwie so ein bisschen. Oder ein Schalter. So. Alter, ja, warte. Okay. Das, ich hab einen Schalter hier. Wir brauchen noch 2 Tresortüren.
Hallo. Ja, ich wollte den Scheiter-Sound machen. Lass mich. Ich bin hier gerade voll im Sound-Machen-Modus. Ach so, Sounddesign bei Jule. Ja, ich werde jetzt hier mein eigenes Studio eröffnen. Was? Alles klar. Ja. Mit dem Kassettenrekorder oder was? Ich komme gleich rüber, Freundchen. Und auch wenn es ein bisschen länger dauert, bis ich aufstehe, ja. Aber das kriege ich hin. So, was willst du? Wir brauchen noch 2 Tresortüren. Ja, wir haben keinen Stahl. Das dauert eine Weile. Ach so. Ich guck mal. Guck mal. Gucken Sie mal ganz in Ruhe nach. Naja, da brauche ich nicht nachgucken. Ich guck mal in die Schmiede rein. Ja, 112 Stahl hätte ich noch, aber wir brauchen, glaube ich, auch Eisen dafür, ne? Tresortür. Halt. Klappe, Tresortür. Stahl, Schrauben, Federn und mechanische Teile. Schrauben, Federn. So, 2 Türen sind in der Mache. So. Jetzt überlege ich gerade. Der hat ja jetzt schon 5 Abzweigungen dran und der hat auch 5 dran. Komm mal nicht hier runter gerade, ja. Ich schalte mal den Elektrozaun an. Ja, alles klar. 84 Watt braucht er. Okay, aber da kommen wir mit 2 Motoren ja gut hin. Kannst du mal ein Schild bauen noch? Oder ja. 2, 3 Schilder bei Gelegenheit? Ja. Konnte man Dietrich eigentlich einschmelzen? Ich glaube ja, ne? Ja, ja, ich glaube, da hast du letzte Folge extra geguckt, da hast du noch gesagt, die kann man einschmelzen. Okay. So, Schilder sind in Arbeit. Hä? Du hast nur die elektrischen Teile in die Allgemeinkiste reingeballert. Ich bin vertan. So. Da habe ich mich dann eben wohl vertan. Aber sowas von. Überlege ich gerade, wenn wir den Generator hier haben. Der kriegt maximal 6 Klinkenfallen befeuert. Wir haben den hier, den könnten wir auch noch nutzen. Vielleicht doch einen noch dazwischen setzen. Aber das ist auch nicht so sinnvoll. So, wir nehmen mal den und setzen den mal da auf den Boden. So, dann können wir noch einmal da runter gehen. Und dann nehmen wir uns mal gerade noch die Klingenfallen. Dein Geschützturm müsste mal weg. Und die Frames hier in der Mitte müssten mal weg. Bin gleich da. Sekündchen. Ja. Warte. Schön. Wäre ein schöner Test gewesen. Ja, ich komme zu dir. Es kommen noch ein paar. Oh. Autsch. Gut. Da. Lass mal hier rausgehen. Ich bin draußen.
Ich muss so die Tür zu machen. Das ist halt gefährlich hier. Kannst du halt selber gegenlatschen, ne? Ja. Muss man ein bisschen aufpassen. Macht uns jetzt nicht so viel Schaden, aber... Na, könnte man nicht trotzdem irgendwie ein Gitter oder so ein Gerüst, so eine kleine Balustrade rumbauen, dann hier als Abstandshalter und dass man trotzdem rankommt? Ja, können wir mal gucken gleich. Wir können das schon. Ja, da kommen noch welche, ne? Ist es noch an? Ja. Aber das war's jetzt, oder? Also ich höre jedenfalls nichts. Ich glaube, ja, mach mal aus. Und woran sehen wir, dass es aus ist? Sehen tut man das nicht, ne? Nee, du siehst es gar nicht. Ja, ich kann mal gucken. Wir haben ja noch Schalter oben. Aber ich nutze die Schalter eigentlich relativ selten. Weil die Generatoren an sich sind ja im Prinzip auch schon wie ein Schalter. Also... Wenn du den Generator laufen hörst, heißt das immer aufpassen. Ja, ja, ich habe gar nichts gehört. Ja. So. Okay, dann setze ich mal noch hier. Was ist das denn jetzt? Ich habe 3 Schilder dabei. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch alles 35 Milliarden Mal nachgezählt. Wieso ist denn das jetzt hier ein Block zu breit? I don't know. Kommt Schreierin. Irgendwie fast gar nicht sein. Ich habe das bestimmt 20 Mal nachgezählt beim Bauen, dass das Feld 9 mal 9 ist. Und jetzt ist es 10 mal 9. Die ist in der Kammer. Hinten. Ja, dann boxen wir sie da raus. Die schlägt auf die Tür ein, also auf beide... Auf beide Tresortüren. Die geht lieber durch 2 Tresortüren, anstatt zu uns zu laufen. Ja. Da ist sie doch. Naja, gut. So, das Problem an der Sache ist, jetzt... Wo sind denn meine Rahmenformen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir müssten das hier einen Block weiter nach innen ziehen, dass es richtig ist. So ein Kack. Wir müssen sowieso noch irgendwie einen Ausgang nach oben haben, ne? Ja. Den brauchen wir auch noch. Ja. Sonst bringt uns das hier gar nichts. Weil bisher können wir uns in der Mitte hochframen, aber irgendwann wird das nicht gehen, weil das ja eigentlich da so zu sein sollte. Also so, dass gar keiner da durchkommt. Oh, ich brauche elektrische Teile und ein... wie heißt das? Und ja. Eisenbarren. Eisenbahren. Eisenbahren und elektrische Teile, um einen Soundpfosten zu reparieren. Ich bringe sie dir. Bin sofort da. Dann muss man die ganzen Klingenfallen hier einen Block weiter rübersetzen. So. Elektrische Teile. Dankeschön. Eisenbahren, 3 Schilder.
gut. Du kannst, wenn du willst, das hier rausbohren. Also hier die Eisenstäbe hier. Die Eisenstäbe? Ja. Na, kein Eisen. Die Eisenstäbe. Hier die Eisenstäbe. Wir müssen einen Block weiter nach innen komplett. Die ganze Wand Beton, muss einen Block. Keine weiter. Eisen. Das ist Beton. Ja, oder Beton. Hat eine scheiß Arbeit. Und wir setzen das eine weiter in, weil sonst die Klingenfallen nicht hundertprozentig sitzen. Weil die Klingenfallen sonst zu der Außenwand hier hinten an der Wand einen Block Abstand haben. Und wenn die Elektrozäune kaputt sind und hier Zombies stehen, kriegen die von den Klingenfallen keinen Schaden mehr. Okay. Deswegen. Weil das Feld, warum auch immer, plötzlich einen Block zu breit ist. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob ich mich da verzählt habe oder... Kein Plan. Keine Ahnung. Hab keine Blöcke gesetzt. Nicht so lange dauern würde, diese doofe Klingenfalle aufzunehmen, ne? So. Eine Säule hier, die muss dann auch einen Block weiter nach innen. Nee. Die würde ich stehen lassen. Nein. Ich weiß. Bevor ich die wegnehme, würde ich erst die Wand also komplett hochziehen und die andere Säule setzen. Nicht, dass hier doch noch irgendwas auseinanderfällt. Die Säule setze ich doch gerade schon. Ich bin doch schon dabei, die gerade zu setzen. Ja, ja. Huch. Mhm. So. Was war das? Ach, ist das herrlich, das hier. Könnte dann vielleicht doch noch knapp werden. Mhm. Glück, dass die Säule hier 10.000 Punkte hat. Deswegen würde ich die stehen lassen, das würde ich irgendwann machen. Ich würde mich eher konzentrieren, dass das Ding fertig wird. Ist mir egal, ich bohre die jetzt weg. Ich will das ja, schön sauber und ordentlich haben. Ich weiß. Ja, warum wackelt denn dein Bohrer so? Hast du wieder nicht richtig festgezogen? Ah. Ja, was? Ich hätte lieber eine funktionierende Hordenbase pünktlich zur nächsten Blutnacht, anstatt eine Säule weg. Schön. Ja. Finde ich auch. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wird schon irgendwie hinhauen. Na klar. Ja. Ansonsten kämpfe ich wieder aus der Straße. Das kriege ich ja hin. Ja, das kratze. Du schiebst wieder Panik. Ich schieb keine Panik. Oh, du hast du. Nein. Doch, doch. Gar nicht hast wahr. Du.
Nein. Nein, 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 dann gar nicht, gar nicht. Stimmt nicht. Hm? Ach, wie schön. Ach, guck mal, wer da ist. So. Ich weiß gar nicht, ist der hier größer, der Zombie-Häcksler, als der, den wir damals gebaut haben? Ich glaube, ist ungefähr gleich groß, oder? Ich würde sagen, der ist gleich groß. Ja, ne? Ja. Ich glaube, hinten, das, was du da hast, das ist größer. Ja. Da wollte ich ja auch mehr Platz haben. Dass wenn die Horde durchkommt, dass du mehr im Kreis laufen kannst, oder was? Richtig, ganz genau. Ah, schön. Ja, du wirst schon sehen, wie viel Platz da nachher ist. Ich bin gespannt. Ich habe eigentlich vor, mich nur an einer Seite aufzuhalten. Ja, das ist die, wo ich gerade stehe. Stehen wir uns nicht gegenüber? Nein. Okay. Eigentlich nicht. So. Gut. Stehen uns doch jetzt gegenüber. Ist doch schön. Ist doch toll. Mhm. Total toll. Nein? Ja, es bringt halt nicht so viel, weil keine Blutnacht ist. Ach so. Ja. Okay. Ja. Na gut. So. Hä? Ist die Tür nicht, oder was? Wenn du auf den Türrahmen schlägst, passiert nichts. Ja. So, okay. Dann hier die Dinger hin. So, okay. Und dann müssen wir hier noch die Wand davor ziehen. Wie kommen wir jetzt derzeit hoch? Ach, hier. Ich weiß nicht, wie viel Beton ich noch habe. Ja, ein bisschen habe ich noch da. Ich habe noch genug. Beton ist nicht das Problem. Problem ist eher Metal.
kannst ja die zwei Lagen, die da noch fehlen, oder drei, die kann man ja von oben drauf machen gerade. So. Gut, jetzt kommt die letzte Klingenfalle dann endlich. Achso. Okay. Ja. Also wenn wir die setzen, wie kommen wir dann hoch? Na, wir können uns hier hinten von mir aus einen Gang hochbauen, oder? Das wäre natürlich mehr Arbeit. Wir bohren uns rüber und so, dass wir im Haus hoch und runter gehen können. Also wir brauchen sowieso dann noch eine Lösung nachher, ne? Ja, ist mir egal. Wir können sagen, wir gehen irgendwo hier hinten raus, dass wir uns hier eine Leiter hochbauen, aber dann haben wir das Problem, dass die Zombies eventuell oben direkt an die Luke laufen und versuchen von oben hier runterzukommen. Ja. Hm. Am liebsten wäre mein Gang mit mehreren Türen. Ja dann. Weil das einfach ein größeres Hindernis ist. Ja, du kannst auch, wenn du willst, rein theoretisch könnte man auch sagen, man macht hier eine Tür hin, bohrt bis unters Haus und geht im Haus hoch. Ja, auch eine Idee. Ja, dann. So. Okay, 6 Blöcke. Alle. Alle? Ja. Stahlproduktion kommt nicht hinterher. Es sind jetzt schon 2 Schmieden, weil wir nicht so viel Beton brauchen. Ja. So. Jetzt haben wir natürlich die Säule. Na gut, ist nicht so schlimm. Ich meine, hier geht's ja, ne? Hier hängt das Kabel an der Decke. Hier auf der Seite steht man nicht. Das ist ja nicht schlimm, dass die Kabel hier hängen. Ich überlege gerade, wie ich es hier mache. Eigentlich am besten wäre es, wenn wir... Ich glaube, ich bohr mal den Block hier raus. Und setze die Elektrokabelverschaltung in den Boden rein. Und wir machen hier eine Luke drüber. Eine Eisenklappe. Okay. So, machen wir eine dahin. Kabelwerkzeug. So, jetzt von hier aus eine. Wir müssten mal 6 Stück müssten wir befeuern können, theoretisch. Nehmen wir mal die. Mal gucken, wie weit wir kommen. Die geht auch. So, das sind dann 3. Hier. Nehmen wir die noch. 5. So. Ach so. Obwohl, die kann man wieder aufheben. Das ist nicht schlimm. Weiß nur nicht, ob der Generator das schafft. Und ich baue noch einen. Ah, ich guck mal. Vielleicht geht's auch. Er hat ja nur... ihr Klingenfallen hier auf der Seite zu versorgen. So, bauen wir den Stein noch weg. Und dann machen wir wieder so.
Brauchst du noch Beton? Bring ruhig ein bisschen was mit. Ja, bring ruhig was mit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel oder ob ich wirklich was brauche, aber wenn man zwischendurch mal hier einen Block wegbohren muss oder so. So. Sind alle angeklemmt, ne? Alle Klingenfallen sind angeklemmt. So, komm mal nicht hier runter gerade. Ich stehe im Haus, alles cool. Okay, warte mal, da sind nicht genügend Motoren drin. Okay, das ist kein Problem. Das läuft alles. Ja, läuft alles. Die beiden Tresortüren sind auch fertig. Ach so, warte mal. Die Elektrozäune sind noch gar nicht angeklemmt, weil da hinten die Zäune fehlen. Okay. Falls du runterkommen willst, kannst du das jetzt tun. Jupp. Ist gerade alles aus. Achso, hier diese Wand, meinst du, fehlt noch, ne? Genau, da oben, da fehlen noch irgendwie ein, zwei Dinger. Ein, zwei Lagen haben da noch gefehlt. Dann machen wir das auch so. Dass das Kabel hier so eine schöne lange, die Zange hat so eine schöne lange Distanz zum Anklemmen. Brauchen wir gar nicht extrem viel laufen. So. Hat halt Gummiarme, kann er ziemlich weit. Ja, Gogo Gadgetto Arme. Genau, Gogo Gadgetto. Kommst du runter? Jo. So, ich habe auch hier deine Türen bei. Willst du die haben? Kannst du auch setzen, wenn du willst. Eine kommt hier rein, eine kommt da drüben rein. Bitte schön. Ja, dann eben nicht. So, warte mal, bleib mal weg da. Bitte. Ja. So, läuft alles. Inklusive Elektrozäunen. Ja, ist doch gut. Jetzt könnt Gisela mal kommen. Ja, ich kann mit dem Bohrer hantieren. So Eisenklappen haben wir nicht, ne? Nein, aber die kannst du doch so bauen, wenn du Eisenbarren in der Tasche hast, oder nicht? Oder Eisen. Kann man? Weiß ich gar nicht. Da gib doch einfach ein oder du wertest es auf. Ich hab nicht geguckt. Achso, Roheisen brauchen wir dafür nur. Wusste ich nicht. Ich baue die so selten, die Eisenklappen. Wusste ich gar nicht. Da kann ich dir als alter Hase noch was erzählen. Ja. So, wo ist denn hier an dieser komischen Eisenklappe das Scharnier? Keine Ahnung, ich hätte irgendwann ein Gefühl dafür. Gib mir mal die Eisen. So. Na, passt doch. Na toll, die passt nicht. Egal. Doch, so passt das doch auch. Okay. Kommen wir da auf jeden Fall noch dran. Gut, sehr gut. Okay, dann können hier theoretisch die Dings rein. Die Bums, die Dangs, die Dengs.
Die Gitterstäbe. Sind wir 46 Minuten? Ja, ich weiß. Okay. So. Ich will das nur gerade noch setzen. Oder so. Und wo ist die Tresortür? Da ist die Tresortür. Sieht irgendwie falsch aus. Ja gut, egal. So, gut, Tresortüren sind drin. Ah, geil. Dann können wir das hier aufwerten. Wir können ja sogar so machen, ne? Wir könnten den sogar doppelt setzen. Naja gut, egal. Ja, gut. Ihr Lieben, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Der Zombie-Häcksler nimmt so langsam Gestalt an. Da muss nur noch ein bisschen Stahl rein hier. An der einen oder anderen ja. Ecke. Jo. Und dann kann dann die Feral nach demnächst kommen, ne? Yes. Das wird schon. Wir brauchen jetzt nur noch irgendwie einen coolen Tunnel ins Haus. Aber der ist auch schnell gemacht. Das schaffen wir noch. Okay. Oh, das kriegen wir hin. Gut, alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis bald. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.